Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 30.10.2020 und damit auch den monatsletzten im Oktober. Der Oktober, böse rote Monatskerze, ist auch eine der längsten roten Monatskerzen überhaupt wieder, seitdem wir im März, Februar da diesen Rückgang hatten im DAX. Zum Donnerstag hat man ein bisschen unserem DAX Erholungsspielraum gegeben und hatten gesagt, kann sich durchaus eine Chance schon legen. Um mal eine Umkehr zu probieren halt, ne? Einfach auch, weil die Donnerstags so schön hin und her schlagen. Haben auch gesagt, könne sich leicht auch einem Doji im Tageschart bilden, ne? Dass das schon passen würde, wenn er einfach ein bisschen oben und unten um die Tageseröffnung herum tanzt, dann vielleicht auf dem Niveau schließt, um dann eine Umkehr anzugehen. Also das hat schon mal geklappt, ne? Das Doji, das steht im Tageschart, das heißt, wir haben eine Stabilisierung bekommen und auch im auf Stundenebene im kleinen Zeitfenster. Der hat sich Mühe gegeben, der hat sich richtig Mühe gegeben. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ihm jetzt einfach zum Abend schon so viele Long mit an der Backe gehangen, dass er sich einfach gesagt hat, nee, ich boxe noch mal runter hier im Rahmen der US-Quartalszahlen, die da überall rüber geschwappt sind. Oder ob er ohne US-Quartalszahlen tatsächlich schon losgerannt wäre. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Auch zum Abend hin. Das sah gut aus. Das sieht auch trotzdem noch gut aus. Ja, also dieser kleine Knick hinten raus, der hat zwar sicherlich dem einen oder anderen in die Suppe reingespuckt. Unsere Elisa auch, die wollte dann nochmal long. Die sind da weggetreten. Aber ja, also auch wenn man die Aufwärtsbewegung sieht, ne, die Dynamik, wie er hochgekommen ist, das haben wir eine ganze Weile ist es schon nicht mehr gesehen. Genau gesagt, seit hier haben wir sowas nicht mehr gesehen halt. Also die ganze Zeit, wie er gefallen ist, hat er das definitiv nicht gezeigt, was er jetzt hier unten gezeigt hat. Und damit macht er sich schon eine Vorlage. Das ist nicht garantiert, dass er deswegen steigen kann, aber macht sich damit eine Vorlage nach oben. Haben einen kleinen Doppelboden auf unserer tollen rosa Linie, von der keiner weiß, wo sie herkommt, nicht mal ich. Haben wir einen Doppelboden gestellt gekriegt auf der 480, scheint ihm nun wichtig zu sein. Irgendjemand scheint die zu handeln. Jemand, der vielleicht auch unsere Analyse sieht, ich weiß es nicht. Der dachte sich, Mensch, die ist rosa, da gebe ich mal ein bisschen Futter rein. Gebe ich mal große Position rein. Also auf jeden Fall, die verteidigt wie Sau. Die verteidigt gut. 480, 450, dort kommt gut Zeug rein. Und ja, wir haben sogar schon ein höheres Hoch stehen. Also per se steht einer Erholung eigentlich nichts im Weg. Auch, wie gesagt, das war nicht schön, was er gemacht hat, ne? Dass er dann nochmal so zurückgesetzt hat. Hat er bestimmt viel verunsichert, aber das würde mich nicht wundern, wenn dann Aufwärtsgebiet kommt. Also die Vorlage ist da. Die Vorlage, jetzt hier eine Erholung zu machen, die ist da. Er kann sie nutzen. Klar, er steckt hier noch gewissermaßen im Abwärtstrend, aber er hat eine Vorlage, die Erholung zu gehen. Und die letztendlich dann wahrscheinlich in der Ausprägung, wie wir sie gestern besprochen haben, nur jetzt nicht mehr mit so einem starken Rücklauf, weil das wäre für einen Freitag nicht so üblich. Aber wenn der sich lang oben rausstellt, dann hier ein bisschen rumfuchtelt und dann vielleicht Richtung 13.30, Richtung 14.30 anzieht und eben nicht umkehrt, muss man ein bisschen hinten raus Schwung geben. Also, der kann durchlaufen. Ne? Auch der Gap Close hier, der 11,49, drin. Das ist möglich. Ja, also ich würde schon sagen, oberhalb 6,50, 6,60, 6,70, 6,80, 6,90, also in dem Bereich, schon über 6,50, würde mir persönlich schon reichen, wenn er das jetzt nochmal bracht. Er hat es probiert schon zum Abend, hat noch nicht geklappt. Vielleicht waren ihm so viele Leute da auch einfach schon mit zu überzeugt, dass es jetzt steigt. Das ist ja oft auch ein Indikator dafür, dass er, der braucht halt immer so ein bisschen dieses Überraschungsmoment auf seiner Seite. Er braucht ein bisschen die Leute gegen sich halt, ne? Damit er sich da lang fühlen kann, wo weniger an der Strecke partizipieren. Das klappt immer gut, das macht der DAX gut. Auch so eine Bewegung, ne? Wo der hier richtig fällt. Da gibt es so viele, die hier Short rausgegangen sind, die glattgestellt haben, die vielleicht sogar einen Long reingekauft haben, die einfach in dem Moment so eine Eingebung hatten, oh, jetzt gehe ich long. Und der rennt durch hunderte Punkte, dann läuft der Strecke, wenn kein oder ganz wenige nur dabei sind. Ne, das macht er immer richtig gut, aber wenn so viele dabei sind, das mag er einfach nicht. Dann sieht man auch immer wieder, also auch an Zuschriften, die wir kriegen, wo die Leute dann sowas festhalten, wenn so nach dem Motto, Martin, wie kann das denn sein? Genau in dem Moment, wo ich aus dem Trade rausgehe, rennt der nur noch in eine Richtung. Und denn, ich kann es Ihnen sagen, wir kriegen dann in so einen Momenten, wo die Leute das auch denken, kriegen wir teilweise wirklich drei oder vier so eine Mails, wo exakt das gleiche auch drinsteht. Fast nahezu der gleiche Trade, aber von völlig unterschiedlichen Leuten, die völlig unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Auch der eine ist vielleicht wegen Retracement raus, der andere wegen einer grünen Kerze, der andere wegen einer Nachricht. Aber sie haben alle das instinktiv gleiche gemacht. Und das zeigt immer wieder, dass der Markt halt letztendlich auch ein bisschen mit den Instinkten spielt halt, ne? Und dass wir trotzdem
Deswegen Signale beachten müssen, wir müssen versuchen, im Markt zu handeln, aber wir müssen uns eben auch immer wieder Punkte setzen, wo wir sagen geben, okay, bis hierhin begrenze ich das Risiko, bis dahin begrenze ich mein Risiko. Weil was passiert Ihnen nicht? Wir machen da nochmal kurzes, ich weiß, es haben ein paar geschimpft, dass wir jetzt immer so lange Videos gemacht haben. Das wird kein langes Video, ich brauche nicht lang. Aber ich möchte Ihnen eins kurz noch zeigen, warte. Weil das ist wenig und das ist immer wieder so Diskussionsgrundlage, gerade mit denen, die ohne Stopp handeln, ne? In dem Moment, wo ich ausgestopft wäre, fühlt sich das nicht gut an. Aber was verliere ich von meinem Depot? Ich verliere eine bestimmte Menge, die ich bereit war zu setzen. So, wenn ich mir jetzt noch ein Tageslimit setze für Day Trading, kann es mir an einem Tag passieren, dass ich nur maximal so viel verliere. An einem schlechten Tag, an einem Tag, an dem ich echt schlecht bin, an dem nichts klappt von dem, was ich will. Was passiert aber an einem Tag, wo ich gut bin? Dann habe ich vielleicht einen Trade, der mir vielleicht sogar diese ganzen drei Verluste aus drei anderen Trades wieder reinbringt, einfach weil der Trade gut läuft. Vielleicht mache ich sogar noch einen zweiten davon und komme oben drüber. Vielleicht mache ich sogar noch einen dritten Trade, der gut klappt und komme weiter runter. So, dann habe ich wieder einen schlechten Fa Tag, dann habe ich vielleicht einen zweiten schlechten Tag, vielleicht einen dritten schlechten Tag, vielleicht einen vierten schlechten Tag, dann wieder einen guten, einen schlechten, guten, schlechten, guten, schlechten, guten, schlechten. Dann habe ich mal eine richtig gute Woche und es sieht so aus. Was hat passiert aber mit meinem Depot? Klar, es ist langweilig. Klar, macht es auch nicht viel Spaß, wenn man ganz lange auf der Null rumeiert. Aber was passiert mit meinem Depot? Es ist stabil. Es ist einfach stabil und es hat die Möglichkeit, nicht nach unten auszureißen. Es bekommt von mir keine Möglichkeit, nach unten auszureißen und wegzurennen. Das Depot kriegt aber die Chance, nach oben jederzeit auszurasten und sich Freiraum zu schaffen und ein bisschen zu versuchen, sich da freien Weg zu schaffen und sich Stück für Stück, ohne dass man es merkt, vielleicht von dieser Null einfach aus diesem Seitwärts immer weiter nach oben zu nehmen. Ja? Immer weiter, ohne dass ich es merke, Stück für Stück, immer weiter von der Null weg und am Monatsende, Jahresende stehe ich plötzlich da und frage mich, was habe ich für Gewinn gemacht. Die andere Seite ist die, die sagt, ah, das nervt mich, ah, ich werde immer ausgestoppt, ah, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, das geht mir so auf den Sack, ich handle ohne Stop-Loss. Wie geht es bei denen? Die haben ihren Einzahlungsbetrag, das ist nahezu immer wieder das Gleiche, handeln und dann. Was passiert, wenn ich keinen Stop-Loss nehme? Kann ich ausgestopft werden? Nein, kann ich nicht. Kann ich verlieren? Nein, kann ich nicht. Meine Trefferquote liegt bei nahezu 99%. Warum? Weil ich statistisch betrachtet in einem chaotischen System, was ja schwankt um einen Normalbereich, ich irgendwann auf jeden Fall an einem Take-Profit vorbeikomme. Das heißt, ich kann mir Gewinne anreichern. Oh, das fühlt sich toll an. Das fühlt sich so gut an. Und das machen, da fallen so viele drauf rein. Lange haben da viele mit zu kämpfen, davon wegzukommen. Weil sie immer wieder denken, sie können traden. Und das ist doch so leicht. Ne? Sie machen das dann in die Richtung. Und haben aber die Stops nicht. Haben keine Stop-Loss. Und dann kommt irgendein Ereignis, was sie nicht kommen sehen. Und das kann einmal im Jahr, das kann einmal in 2 Jahren, das kann einmal in 3 Jahren sein, das kann aber auch einmal pro Monat sein. Je nachdem, mit welchem Hebel sie vielleicht auch handeln und wie aggressiv sie im Markt sind. Und dann passiert das. Innerhalb von einem Tag, einer Woche und so weiter und so fort. Und sie kommen unten rein, knallen vielleicht sogar auf die Null, müssen ihr Konto wieder auffüllen, kapitalisieren und hochsetzen. So, und in dem Moment habe ich was gekonnt. Ich habe verloren. Ja, in dem Moment, wo ich hier oben habe, macht mir das gewiss nicht viel Spaß. Und es nervt. Und es ist eklig. Und es dauert eine Weile. Aber ich komme eben oben raus. So, und da ist eben der Punkt, weswegen ich hier jetzt auch nochmal betonen möchte, dass wir, wenn wir irgendwo was ausgehen, immer das Risiko begrenzen müssen. Weil was passierte, wenn Sie hier irgendwo reingehen, das Set ist short and long, und es läuft dann nicht für Sie, dann rennt der Markt erstmal weit raus. Und das ist eben das, was wir hier oben gerade von vielen gespiegelt bekommen haben, dass dieser Markt eben so weit wegrennt. Und wenn Sie dann sich nicht im Griff haben und Sie hauen dann einen Trade rein ohne Stop-Loss, Sie sitzen so lange so ein Zeug im Minus aus, das macht einfach keinen Sinn. Dann lieber an einer gewissen Stelle einfach einen Schritt zurücksitzen, rausgehen, wieder später einsetzen. Also deswegen, das eben in meinen Augen hier einfach wichtig und zu beachten. Also möchte ich hier einfach mitgehen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt hier einfach ein Aufwärts, also ich kann mir das gut vorstellen, dass er zum Freitag eben rauszieht. Sollte aber zum Freitag eben oben nicht rausziehen, würde ich sagen, wo sind mein Dings? Hier hinten, würde ich eben sagen, wir setzen ihm auf jeden Fall hier jetzt einen Short-Trigger dran. Ich würde sagen, wenn wir unter die 450 gehen, gehen wir auch unter 450, 430. Das ist jetzt Short-Trigger, geht der Markt auf 350 runter. Ja? Das heißt, Short-Trigger, Pfeil nach unten, unter 350, an die 350 ran, die hätte nochmal Reaktionsspielraum, dann an die 260 dran und unter 260
bleibt dann erstmal so dabei. Na, eigentlich müsste man sogar. Eigentlich ist das höher ansetzen. Eigentlich müsste ich schon fast sagen. Unter. Ich würde schon sagen, ne? Wenn man so die Aufwärtstrendflagge vielleicht sieht. Also ich würde schon sagen, unter 4, eigentlich unter 500. Eigentlich sogar hier unter der 550. Ohne 550, 350 erreichbar, 350. Dann können wir es doch so lassen, wie es vorher war. Ist egal jetzt. Ja, unter hier Reaktionsspielraum, die kann auch mal gut knallen, die kann ordentlich reindrücken. Es wird dann auch sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt einen schönen Doppelboden gesehen, wie er verteidigt wurde. Wenn er jetzt ein neues Tief auch wieder nach oben dreht, eigentlich ist dann eine Umkehr sehr wahrscheinlich. Also wirklich erhöht. Kann man sagen, 80, 75%, dass er dann tatsächlich dreht. Ich würde aber fast denken, das reicht ihm schon. Doppelboden, DAX mag die Doppelböden halt. Ne? Also, wenn er auf Aufwärtsgap kommt, hat er, glaube ich, gute Karten, sich auch an die 800 zu tasten. Und wenn er sich viel Mühe gibt, kriegt er später auch noch das Gap hierzu bei der 49 und vielleicht sogar eine 12.000, 12.40. Ne? Also, das denke ich schon. So, ansonsten unten bleibt alles das Gleiche. Kommt hier wieder Schwäche rein, drückt sie unten raus. Gehen Sie im Zweifel erstmal mit und begrenzen Sie die Verluste. Begrenzen Sie das. Nutzen Sie sich das raus. Lassen Sie sich jetzt nicht schon wieder dadurch, dass der seitwärts läuft. Von der Route abbringen, weil sie vielleicht ein, zwei Mal ausgestoppt werden. Das ist ein Spiel, was der DAX, was der Markt mit uns spielt und was er immer gewinnt. Ja, lassen Sie sich da nicht drauf ein. Ja, ansonsten, wir haben hier das Doji, die Unsicherheitskerze, die Seitwärtskerze. Es ist noch keine grüne Kerze, ist noch keine Umkehrkerze. Könnte sich jetzt zum Freitag ausbilden. Wir gucken uns das mal an. Also sieht für eine Umkehr ganz gut aus. Eine 350 unten würde mich nicht überraschen. Aber mich würde auch nicht überraschen, wenn er jetzt zum Freitag ein kleines Aufwärtsgap macht und losläuft halt. Ne? Ja, da würde ich mich drauf anstellen. Bleibt er in der Range, hätte ich eher die Tendenz nach unten. Ne? Richtung 4, 5, also Richtung 500, 450 nochmal und bestimmt auch. Ich glaube, dann sehen wir, wenn der unten rumdruckelt, sehen wir bestimmt die 350 nochmal. Vielleicht so schnell runter und wieder zurück. Und. Da wird echt wichtig. Hier wird sich jetzt, da werden sich die nächsten Tage entscheiden halt, ne? Zieht er das neue Tief richtig nach oben? Richtig, also das wird dann auch richtig deutlich reagieren. Das kann gut 300 Punkte nach oben reagieren. Ja? Dann ist es bullig. Dann kommen hier Käufer rein. Dann ist das eine neue Käuferpassion. Und er fällt aber durch wie so ein Stein und macht doch hier unten nichts und geht auf die 260 und macht doch dort nichts. Ja, dann muss man unter 12.100 ansiedeln halt, ne? Also unter 11.100. Okay, gut. Also das soweit von meiner Seite. Wie gehabt bisher, versuchen Sie die Signale für sich zu nutzen. Und ich wünsche Ihnen maximale Erfolge zum Freitag, gutes Gelingen, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns zum Sonntag wieder. Ja, für das Montagsvideo. Alles klar, dann bis dahin. Ciao.